Guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich begrüßen darf zum ersten Talk der Privacy Week 2020. Und es fängt schon mal an mit einem sehr langen Titel. Media Literacy Goes Viral, Anmerkung zur Irrelevanz der Systemrelevanz. Ich begrüße dazu ganz herzlich Christian Zwerz und ich bin super gespannt, was uns jetzt erwartet. Nudeln, Klopapier, Pflege, ich habe keine Ahnung. Und deswegen schauen und hören wir uns jetzt zusammen an, was da kommt. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe normalerweise hauptberuflich das Vergnügen, Medienpädagogik an der Universität Wien zu unterrichten. Deswegen ist Media Literacy auf Deutsch Medienkompetenz prominent im Titel. Ich darf mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Entschuldigung. Ich habe bei der Durchsicht des Programms gesehen, dass ich das Vergnügen habe, den Eröffnungsvortrag zu halten. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee, den Titel umzudrehen und Anmerkung zur Irrelevanz der Systemrelevanz in den Mittelpunkt zu stellen und Media Literacy Goes Viral ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Also, erstmal Anmerkung zur Irrelevanz der Systemrelevanz. Dass das mit der Relevanz von Systemen nicht ganz so einfach ist, bringt der Titel der Tagung ja ganz gut auf den Punkt. Wenn man sich den Titel der Tagung anschaut, dann haben wir hier System gleich Ausrufezeichen plus relevant oder wenn man das etwas technischer liest, System gleich nicht und oder mehr, wenn man das Plus so sieht, relevant oder wenn man das ausspricht, das System ist gleich nicht mehr relevant. Das scheint schon ein interessanter Titel zu sein, allerdings angesichts der in den letzten Jahren zumindest medial eindrucksvoll inszenierten Krisen. Die Corona-Krise ist ja nicht die einzige Krise, die uns in den letzten Jahren beschäftigt hat. Also es scheint angesichts der medial eindrucksvoll inszenierten Krisen der letzten Jahre nicht unbedingt Common Sense zu sein, denn die meisten Menschen scheinen das System durchaus für relevant zu halten. Und zwar, wenn man sich die empirischen Daten anschaut, vor allen Dingen relevant für die Versorgung mit Nudeln und Toilettenpapier. Dass die meisten Menschen vor allen Dingen die Versorgung mit Nudeln und Toilettenpapier relevant halten und die entsprechende Leistung des Systems für unverzichtbar halten, das hat nicht nur das Einkaufsverhalten im ersten Lockdown, sondern auch die Berichterstattung in den Medien gezeigt. Plötzlich waren Toilettenpapierhersteller täglich in den Nachrichten. Das war schon eine ganz interessante Beobachtung. Natürlich gab es auch ein paar Menschen, denen klar war, dass ihr System ohne Tomatensauce und Toilettenpapier eigentlich besser läuft als mit und Toilettenpapier konnte man schließlich auch online bestellen. Dann ist aber irgendwie allen klar geworden, dass es nicht nur das Toilettenpapier und Nudeln braucht, sondern auch Menschen, die das verkaufen oder liefern. Deren Arbeit galt dann auf einmal als systemrelevant. Systemrelevant ist so gesehen die Produktion und Lieferung von Nudeln und Toilettenpapier. Mehr System scheint es nicht unbedingt zu brauchen, was schon mal die Frage nahelegt, wie viel System eigentlich nötig ist. Jetzt scheint es allerdings denjenigen, die das Toilettenklopapier nach Hause liefern, es scheinen diejenigen, die das Klopapier nach Hause liefern, doch nicht so interessant zu sein, dass sich irgendjemand dafür interessiert hat, ob die dann eigentlich häufiger Corona bekommen als andere. Vor allen Dingen nicht ad personam. Das macht sich vielleicht irgendwie schon daran bemerkbar, dass die meisten Menschen wissen, wie ihr Arzt heißt, aber nicht unbedingt wissen, wie die Paketboten heißen, die das Toilettenpapier anliefern. Es scheint da so eine gewisse Neigung zu geben, zu denken, sind Paketboten nicht diejenigen, die eh in den nächsten Jahren durch Drohnen ersetzt werden? Ist das, was so als System bezeichnet wird, nicht eh schon weitgehend automatisiert? Und was macht man mit Systemteilen, die unnötig geworden sind oder ersetzt worden sind? Die können, unfreundlich gesagt, doch eigentlich gleich im Retourencenter bleiben, wenn sie eh schon mal dort sind.
Das mag vielleicht bissig klingen, aber schauen wir uns doch mal an, was Systemrelevanz bei Arbeiterinnen heißt und was Systemrelevanz bei Großbanken heißt. Denn da kommt der Ausdruck eigentlich her. Bei Großbanken scheint das soweit klar zu sein. Das hat die 2006er, 2007er Finanzkrise ganz gut gezeigt. Die nehmen für sich in Anspruch, systemrelevant zu sein und fordern daher, vom Staat gerettet zu werden, wenn sie sich mal so ein bisschen verzockt haben. Und das haben sie auch sehr nachdrücklich geschafft. Und zwar global in einem durchaus beeindruckenden Umfang. Was zumindest zeigt, was mit globaler Ökonomie gemeint ist. Mir scheint das zwar ein etwas eigenwilliges Verständnis von Märkten zu sein, denn wenn Marktaustritte staatlich verhindert werden, ist eigentlich klar, dass ein Marktversagen vorliegt, das dann aber irgendwie nicht mehr so ganz relevant zu sein scheint. Aber gut, mir geht es ja hier eher um die Menschen, die weiter unten in der Nahrungskette stehen und um deren Systemrelevanz. Dafür habe ich ein Beispiel rausgesucht, was mir ganz interessant erscheint. Das ist eine Diskussion aus der Zeit von der letzten Woche. Und der Titel thematisiert die aktuelle Forderung der Gewerkschaften in Deutschland nach 5% Lohnerhöhung. Das Argument, das zumindest nach Angabe des Artikels, was die Gewerkschaft benutzt, ist, dass die Menschen, die sie vertritt, systemrelevant sind und deswegen mehr Lohn verdienen. Jetzt vertritt die Redaktion der Zeit bekannterweise eher eine bourgeoise, marktorientierte Position. Insofern ist die Antwort der Zeit wenig überraschend auf die Frage und das steht in dem Artikel im Untertitel, aber stimmt sie überhaupt? Der Tenor ist damit relativ eindeutig und das macht der Beitrag, wenn man ihn liest, auch relativ klar. Natürlich hält sich die Systemrelevanz im öffentlichen Dienst ein bisschen in Grenzen. Wenn schon, dann seien alle Systemrelevanz oder keiner. Insofern ist das Argument jetzt speziell für den öffentlichen Dienst nicht geltend zu machen, so zumindest der Tenor. Damit ist irgendwie klar, es gibt keine Systemrelevanz und zwar vor allen Dingen dann nicht, wenn es um Lohnerhöhungen geht. Denn um Lohnerhöhungen geht es eigentlich nicht um die Systemrelevanz, die im Artikel in epischer Breite thematisiert wird. Und wenn es um Lohnerhöhungen geht, ist für Unternehmerinnen und Unternehmer immer schon Schluss mit lustig gewesen. Im Unterschied zu Großbanken, deren Rettung von der Redaktion der Zeit jedenfalls eher verteidigt als kritisiert worden ist. Systemrelevante Großbanken sollen also mehr Geld bekommen, systemrelevante Angestellte aber nicht. Das ist eine durchaus interessante Position, die hier von der Zeit vertreten wird. Das ist aber auch eine wenig überraschende Position, denn genau das ist von einem bourgeoisen Blatt ja zu erwarten. Mir geht es jedenfalls genau um diesen Widerspruch zwischen den Systemrelevanzen der Banken und der Menschen, der die Verwendung des Ausdrucks systemrelevant jetzt ganz spannend macht. Einerseits werden systemrelevante Großbanken mit viel Geld gefüttert, andererseits werden systemrelevante Arbeiterinnen und Arbeiter mit wenig Geld abgespeist oder etwas unfreundlicher formuliert. Systemrelevanz heißt für das Kapital, dass man in Krisen den Arsch gerettet bekommt und für Arbeiterinnen und Arbeiter, dass man in Krisen den Arsch hinhalten muss. Das ist jetzt keine ganz neue Entwicklung. Friedrich Engels hat das mal als Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat bezeichnet. Und der Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat wird in einem Kampf ausgefochten, den Engels eigentlich ganz treffend als Klassenkampf bezeichnet hat. Aus dieser zugegebenerweise ein bisschen unmodernen Sicht geht es mit der Systemrelevanz um Klassenkampf zwischen dem Kapital der Großbanken und den Arbeiterinnen und Arbeitern. So gesehen wurde der Ausdruck Systemrelevanz in der Corona-Krise benutzt, um Klassenkampf zu betreiben. Und das heißt, mit dem Wort Systemrelevanz Ausbeutungsverhältnisse zu kaschieren und von entfremdenden Strukturen abzulenken. Was hat das jetzt mit Media Literacy zu tun, also Medienkompetenz und dem Netz? Das steht praktischerweise gleich über diesem Artikel. Denn der Zeitbeitrag ist hier in einer Serie Fakt oder Fake erschienen. Es geht, so stellt das jedenfalls die Redaktion dar, um die Aufklärung über Fake News. Fake News erkennen zu können, halten im Moment viele Menschen für wichtig und
durchaus für einen Ausdruck von Medienkompetenz. Und es sind viele Medien, und zwar nicht zuletzt Medien wie die Zeit, die Kapitalistinnen und Kapitalisten gehören, die das nutzen und behaupten, über Fake News aufzuklären. Interessant ist jetzt, dass es sich bei dieser Aufklärung über Fake News um Fake News handelt. Denn dass die Forderung der Gewerkschaft angemessen ist, kann nach dem dramatischen Aufreißen der Einkommensschere in den letzten Jahren beim besten Willen nicht als Fake News bezeichnet werden. Hier wird also der Ausdruck Fake News als Marke benutzt, um die Interessen der Kapitalistinnen und Kapitalisten, denen die Zeit gehört, positiv darzustellen und so zu verhindern, dass die Frage gestellt wird, ob Kapitalistinnen und Kapitalisten eigentlich systemrelevant sind. Dazu gibt es interessanterweise eine 1899 erschienene Analyse, an die ich kurz erinnern möchte. Thorsten Veblen hat am Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Titel The Theory of the Leisure Class eine interessante Studie veröffentlicht. Die Übersetzung ist leider unter dem Titel Theorie der feinen Leute erschienen und nicht unter dem Titel Theorie der faulen Klasse, was eigentlich passender gewesen wäre. Veblen argumentiert in diesem Buch, dass die Bourgeoisie eine schlechte Angewohnheit aus dem Feudalismus übernommen hat. Sie arbeitet nichts Produktives, sondern widmet ihre Zeit dem auffälligen Nichtstun. Auffälliges Nichtstun sind Aktivitäten wie zum Beispiel mit teuren Motorbooten sinnlos herumfahren, sich tagelang mit der Auswahl sinnlos teurer Mode zu beschäftigen oder absurd riesige Häuser an jeweils modischen Orten zu bewohnen. Das kann die arbeitende Bevölkerung nicht leisten, die, so Veblen, fleißig, gewissenhaft, effizient und kooperativ zu sein hat. Zufällig ist fleißig sein, gewissenhaft sein, effizient und kooperativ zu sein, ziemlich genau das, was derzeit als sogenannte soziale Kompetenz in vielen Schulen forciert wird. Das kann die faule Klasse sich leisten, weil sie den von den niederen Schichten, die am unteren Ende der Nahrungskette stehen, weil sie den produzierten Mehrwert abgreift. Veblen beschreibt die faule Klasse dabei als irrational, weil es ihr nur um sozialen Status und Prestige geht. Damit hat er eigentlich implizit alle ökonomischen Theorien, die annehmen, dass Menschen in Märkten rational handelnde Wesen sind, für irrelevant erklärt. Von hier aus kann man den Sprung zu der Vermutung riskieren, dass Kapitalistinnen und Kapitalisten nicht systemrelevant sind, nicht einmal für das Wirtschaftssystem. Damit zurück zur Zeit. Entschuldigung, das war jetzt einer zu viel. Solche Interessen und die möglichen Erklärungen in Medien erkennen zu können, das ist jetzt genau das, was einen medienkompetenten Menschen auszeichnet. Medienkritik ist zumindest seit vielen Jahrzehnten unbestritten die erste Tugend der Medienbildung. Mit Medienkompetenz geht es vor allem darum, die Darstellung in Medien als Ausdruck gesellschaftlicher Prozesse zu analysieren und zu erkennen, um wessen Interessen es dabei jeweils geht. Dabei ist klar, dass es keineswegs anrüchig oder verwerflich ist, was die Redaktion der Zeit hier macht. Selbstverständlich ist damit zu rechnen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Und der Singular bei Interesse ist dabei kein Versehen, weil es Unternehmerinnen und Unternehmern klarerweise immer um die Maximierung ihrer Gewinne geht. Was anderes kann man von Unternehmerinnen und Unternehmern noch kaum erwarten. Das ist das Interesse, das man Unternehmen generell unterstellen sollte. Und das ist eigentlich ein wesentliches Interesse, das sehr viel Orientierung bietet. Vor allen Dingen Orientierung im Unterschied zur häufig zu lesenden Behauptung einer neuen Unübersichtlichkeit und Überkomplexität der Gesellschaft, bei der durchaus auch einmal überlegt werden kann, wem diese Behauptung der Unübersichtlichkeit und Unübersichtlichkeit eigentlich nützt. Zu dem Thema mit der Unübersichtlichkeit darf ich mir erlauben, eine kleine Bemerkung zu wiederholen, die ich letztes Jahr an dieser Stelle schon gemacht habe. Das Argument der Unübersichtlichkeit findet sich auch bei Arnaud Bamet, der behauptet, dass Gesellschaft so unübersichtlich und diffus geworden ist, dass das menschliche Gehirn damit überfordert ist, sodass wir KI-Systeme brauchen, um die Gesellschaften noch steuern zu können.
Eine durchaus interessante These. Und wenn der Kollege das wirklich ernst meint, würde ich für meinen Teil mich gerne bereit erklären, das KI-System zu konfigurieren, das ihn steuert. Wie auch immer, mit der Behauptung der Unübersichtlichkeit und Diffusität befindet sich bei mir jedenfalls in ausgezeichneter Gesellschaft, denn viele anderen, wie zum Beispiel Anthony Giddens, Ulrich Beck, Niklas Luhmann und so weiter, sehen das auch so. Wenn man sich jetzt den Begriff des Klassenkampfes nimmt, der weder bei Giddens noch bei Beck oder Luhmann vorkommt, wird das allerdings ein bisschen unverständlich, denn aus dieser Sicht sind die Entwicklungen der, sagen wir, letzten 120 Jahre kein bisschen unübersichtlich und diffus, sondern sehr klar und einfach. Kapitalistinnen und Kapitalisten wollen die Vermehrung des eigenen Besitzes durch Ausbeutung und Entfremdung aller anderen Menschen legitimieren. Und dafür benutzen sie unter anderem Medien, die sich in ihrem Eigentum befinden. Und die spielen mit, indem zum Beispiel der sogenannte Doppelcheck, den Journalistinnen und Journalisten gerne betonen, als Schutz gegen Fake News empfohlen wird. Gemeint ist damit, schauen Sie doch bei zwei Medien nach und am besten bei sogenannten seriösen Medien, wie zum Beispiel bei der Zeit. Bei den Gewerkschaften nachzusehen, empfehlen Journalistinnen und Journalisten in der Regel nicht, was wenig überraschend ist, weil dann wahrscheinlich die Einschalt- und Klickquoten sinken würden. Das ist zumindest die Befürchtung, die Journalistinnen und Journalisten an dieser Stelle gerne äußern. Machen wir uns das mal doch mal das Vergnügen und werfen einen Blick auf eine Gewerkschaftsseite zu dem Thema, über das die Zeit berichtet hat. Auf der Gewerkschaftsseite heißt es interessanterweise, guter Lohn ist systemrelevant. Das ist nicht ganz das, was in der Zeit gestanden hat. Und auch die Forderung ist eine andere, denn die Zeit hatte behauptet, dass die Gewerkschaft 5% fordert. Tut sie aber nicht. Man kann unten sehen, dass die Gewerkschaft 4,8% fordert. Ein scheinbar kleiner Unterschied, aber der symbolische Unterschied zwischen der 4 und der 5 vor dem Komma, ist einem Journalisten, der bei der Zeit tätig ist, wahrscheinlich sehr klar. Damit ist jedenfalls klar, dass Medienkompetenz nicht heißen kann, dass wir bestimmten Journalistinnen und Journalisten glauben, sondern dass wir dazu in der Lage sind, erstens selbst Informationen einzuholen und zweitens Maßstäbe zu entwickeln, mit denen wir solche Informationen beurteilen können. Dass bei den Maßstäben die unantastbare Würde des Menschen im Mittelpunkt stehen sollte, die eben nicht durch unmoralische Niedriglöhne angetastet werden darf, scheint mir jedenfalls relativ selbstverständlich zu sein. Die Würde des Menschen ist auch in der Medienpädagogik die unstrittige Norm für die Orientierung der Medienkompetenzvermittlung. Und diese Absicht der Medienpädagogik, in diesem Sinne Medienkompetenz zu vermitteln, wird eigentlich von allen Medienpädagoginnen und Medienpädagogen auch geteilt. Ich darf mir es erlauben, diese Absicht und das, worum es mir mit der Vermittlung von Medienkompetenz geht, an einem zweiten, ein bisschen provokanten und vielleicht etwas überspitzten Beispiel zu demonstrieren. Um das zu demonstrieren, muss ich zuerst eine weitere Nebenbemerkung machen. Die bezieht sich auf die Arbeitermedienkultur, die es Ende des 18. Jahrhunderts in den USA gab. Ende des 18. Jahrhunderts gab es in den USA Tausende an Zeitungen, die von Arbeiterinnen und Arbeitern herausgegeben wurden. Und die natürlich auch von Arbeiterinnen und Arbeitern auch geschrieben wurden. Das war für das Selbstverständnis der Arbeiterinnen und Arbeiter als Arbeiterinnen und Arbeiter nicht unerheblich. Sich selbst als, eher mit Engels Worten gesprochen, Proletarierinnen oder Proletarier zu verstehen, setzt voraus, dass man weiß, dass es andere gibt, denen es ebenso geht wie einem selbst. Und für ein damit verbundenes Klassenbewusstsein sind entsprechende Medien, in denen diese Haltungen und Situationen kommuniziert werden, ziemlich wesentlich. Das fanden Kapitalistinnen und Kapitalisten natürlich nicht so besonders gut. Noam Chomsky hat darauf aufmerksam gemacht, dass es der bourgeoisen Presse ab den 1920er Jahren gelungen ist, ein wesentliches Instrument gegen die Arbeiterinnen- und Arbeiterpresse zu entwickeln und zu etablieren. Und dieses Instrument war Werbung. Mit den Einnahmen aus der Werbung
die in Zeitungen aufgenommen worden ist, ist es den Kapitalistinnen und Kapitalisten gelungen, mehr Mittel zu akkumulieren und mit diesen Mitteln dann gegen die Arbeiterinnen und Arbeiterpresse vorzugehen, indem man zum Beispiel die eigenen Produkte billiger verkauft. Das ist genutzt worden, sehr systematisch, um die Arbeiterinnenpresse zum Marktaustritt zu nötigen. Womit schon mal klar ist, dass Arbeiterinnen und Arbeiterpresse im Unterschied zu Großbanken nicht unbedingt für systemrelevant gehalten wird. Das hat in den 1920er Jahren jedenfalls so gut funktioniert, dass es schon wenige Jahre später, nachdem die bourgeoise Presse diese Strategie eingeführt hat, keine Arbeiterinnen und Arbeiterzeitungen mehr gab. Das war und ist in Österreich übrigens nicht viel anders als in den USA. Arbeiterinnen- und Arbeiterpresse gibt es nicht mehr. Die letzte Arbeiterinnenzeitung ist allerdings erst 1991 eingestellt worden. So viel zu dem Exkurs. Das zu wissen, nur nebenbei, fällt in den Bereich der Medienkunde, was ein zweiter Teil von Medienkompetenz ist. So, jetzt wollte ich gerne ein bisschen mit diesen Ideen spielen und einen Blick auf ein aktuelleres Beispiel werfen. Ich vermute mal, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer von Facebook schon mal gehört haben. Das ist ein Medienunternehmen, das Kapitalistinnen und Kapitalisten gehört. Klingt relativ offensichtlich, sollte man sich aber gelegentlich schon mal klar machen. Um das deutlich zu machen, darf ich mir in didaktischer Absicht erlauben, ein bisschen ungenauer und riskanter zu argumentieren, also was vorzuschlagen, von dem ich nicht unbedingt behaupten kann, dass es in jeder Hinsicht zu halten ist, von dem ich aber hoffen kann, dass es ein Nachdenken, eine Reflexion im Sinne von Medienkritik anregen kann. Wenn ich also Facebook mir anschaue und jetzt beschließe, Facebook zu nutzen, werde ich auf Cookies aufmerksam gemacht. Interessant ist der Zweck, der dort steht. Cookies werden verwendet, um relevante Werbung auszuliefern. Das mit der Relevanz scheint ein interessantes Thema zu sein. Das wirft hier die Frage auf, ist das die Relevanz, die mit Systemrelevanz gemeint ist? Überlegen wir mal, für wen die Werbung relevant sein könnte. Um mich persönlich kann es nicht gehen, denn ich für meinen Teil halte Werbung für relativ irrelevant und verzichtbar. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es ziemlich vielen anderen Menschen auch so geht. Also muss die Werbung für Facebook relevant sein. Das ist keine besonders überraschende Erkenntnis, aber doch hilfreich, um sich klarzumachen, dass Tech-Konzerne immer behaupten, dass sie die Daten verwenden, um für mich relevante Werbung anzuzeigen, was, um ein bisschen das Trump'sche Wording zu benutzen, eine Lüge, Fake News ist. Denn tatsächlich ist die Werbung für die Tech-Konzerne relevant und nicht für mich. Das kann man leicht daran erkennen, dass die Algorithmen, die die Werbung anzeigen, eine Lücke zu sein haben, denn keiner von diesen Algorithmen erkennt, dass ich keine Werbung sehen möchte. Wenn die Algorithmen also das machen, von dem immer behauptet wird, dass sie das tun, dürften sie mir eigentlich keine Werbung anzeigen, denn das ist das, was ich gerne haben will und das sollte man an meinem Navigationsverhalten eigentlich auch erkennen können. Das klappt aber nicht. Das macht deutlich, dass die Tech-Konzerne doch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Interpretation von Daten haben und da eher ihre Interessen als das, was in den Daten zu erkennen ist, in den Mittelpunkt rücken. Darum geht es mir aber nicht so sehr, sondern mir geht es eher darum, einen Blick auf Facebook zu werfen und dabei an den Hinweis der Vernichtung der Arbeiterinnen und Arbeiterpresse mittels Werbung und auf den Hinweis des Klassenkampfes aufmerksam zu machen oder pädagogischer gesprochen den Transfer diesen Wissens anzuregen. Also, Facebook macht Gewinn mit Werbung. Werbung hat sich als probates Mittel im Klassenkampf erwiesen. Damit könnte man vermuten, dass die Kapitalistinnen und Kapitalisten, denen Facebook gehört, erstens die Vermehrung von Privateigentum zum Ziel haben, was jetzt wenig überraschend ist, und Facebook zweitens als Mittel zum Klassenkampf verwenden. Schauen wir uns das einmal an. Das ist der Facebook-Anzeigenmanager. Ich vermute, die meisten haben den schon mal gesehen. Und hier auf der Seite kann ich auswählen, welche Zielgruppe ich mit meiner Werbung adressieren will. Ich habe hier den Punkt aufgeklappt,
den man jetzt nur für die USA aktivieren kann, indem ich einstellen kann, ob meine Zielgruppe eine eher konservative, liberale oder moderate politische Einstellung haben kann. Sozialistinnen und Sozialisten, Kommunistinnen und Kommunisten oder Anarchistinnen und Anarchisten, die ich auch gelegentlich mal gerne adressieren würde, kommen bedauerlicherweise nicht vor. Entscheidend scheint mir dabei aber der Akt der Teilung zu sein. Die Einteilung der Menschen in Marktsegmente hat natürlich zur Folge, dass die Menschen in Marktsegmente eingeteilt sind und nur noch als in Marktsegmente eingeteilt adressiert werden können. Zu dieser Einteilung hat bei der Vorbereitung von diesem Vortrag mein Gehirn interessanterweise die Formulierung divide et impere, also teile und herrsche, ausgegraben. In der Wikipedia heißt es dazu treffend, dass mit der teile und herrsche Strategie, also dass es mit der teile und herrsche Strategie darum geht, ein zu beherrschendes Volk in Untergruppen mit verschiedenen Interessen aufzuteilen, sodass, ich zitiere aus der Wikipedia, die Teilgruppen sich gegeneinander wenden, statt sich als Gruppe vereint gegen den gemeinsamen Feind zu stellen. Zitat Ende. Aus dieser Sicht ist der Facebook-Anzeigenmanager ein Mittel im Klassenkampf, der so geschickt eingerichtet ist, dass die arbeitende Bevölkerung, die dieses Werkzeug benutzt, um ihren Lebensunterhalt durch den Verkauf von in produktiver Arbeit hergestellten Gütern zu sichern, sich dabei selbst unterteilt und sich in der Folge gegeneinander stellt, statt sich mit dem Klassenfeind auseinanderzusetzen. Und das funktioniert im Moment so gut, das ist schon fast traurig, muss man sagen. Das klappt vermutlich auch deswegen, weil diese Teile- und Herrsche-Strategie noch an einer zweiten Stelle wirksam wird. Es gibt noch einen zweiten teilenden Algorithmus, den Ellie Pariser mal als Filterbubble bezeichnet hat, den man aber auch als Echokammer oder Agenda-Setting-Strategie analysieren kann. Das Ziel des Algorithmus ist natürlich die Erhöhung der Klickrate und der Nutzungsdauer. Dafür werden Menschen in Blasen gesteckt, damit sie als Marktsegmente verkauft werden können. Oder noch genauer, sie sollen sich in Blasen stecken, damit sie als Marktsegmente verkauft werden können. Denn, und das ist das Perfide daran, das in Blasen stecken machen die Nutzerinnen und Nutzer selbst. Was damit jedenfalls effektiv verhindert wird, ist die Entstehung von Klassenbewusstsein. Denn Klassenbewusstsein setzt voraus, dass ich mir des Umstandes bewusst bin, dass es vielen anderen genauso geht wie mir und dass ich gut daran tue, mich mit diesen anderen zu solidarisieren. Genau das wird mit Filterblasen, Echokammern und Marktsegmentierung aber sehr effektiv verhindert. Jede Solidarität wird auf dem Weg unmöglich gemacht. Und es bleibt nur die Konkurrenz. So gesehen ist Facebook ein Mittel, um um den Konkurrenzgedanken als alternativlos im Bewusstsein der Benutzerinnen und Benutzer zu verankern. Und dafür bezahlen die Benutzerinnen und Benutzer mit ihrer Aufmerksamkeit. Sie bezahlen also auch noch dafür, dass sie ausgebeutet werden und hindern sich durch die Selbstteilung auch noch an jeder Solidarität. Eine solche Institution etabliert zu haben, das ist wirklich eine beeindruckende Leistung der Kapitalistinnen und Kapitalisten, die hinter Facebook stehen. Ich darf abschließend noch einmal auf Chomsky verweisen, der bemerkt hat, ich habe mir erlaubt, den eingekreisten Paragraphen zu übersetzen. Nun, es findet immer ein Klassenkampf statt. Kapitalistinnen sind sehr klassenbewusst. Sie führen ständig einen erbitterten Klassenkampf, um ihre Macht zu verbessern und die Opposition zu schwächen. Mit der Medienkompetenzvermittlung geht es jetzt darum, über die Funktion von Medien für die Produktion von solchen Strukturen aufzuklären und Wissen und Können zu vermitteln, dass es den sich bildenden Menschen ermöglicht, damit umzugehen. Gesellschaftlich geht es darum, Strukturen zu schaffen, in denen die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht. Das schließt die Gestaltung meiner Infrastruktur ebenso mit ein wie die bewusste Gestaltung meiner Kommunikationsgewohnheiten. Und wie man das macht,
brauche ich hier nicht zu erläutern, sondern kann darauf hoffen, dass ich wie bei jeder Privacy Week neue Ideen und Techniken kennenlerne, mit denen ich meine Interessen in der Kommunikationstechnik, die ich auswähle und in meinen Kommunikationsgewohnheiten zum Ausdruck bringen kann. Darauf freue ich mich in dieser Woche sehr. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht abschließend noch eine Bemerkung. Ich würde das gerne diskutieren. Das geht aber hier nicht, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es einen anderen Kommunikationsraum, in den wir jetzt wechseln können und in den wir die ein oder andere Idee besprechen können. Jetzt vielleicht eine Frage an die Moderatorin. Können wir den Link in den Chat bekommen? Ja, ich kümmere mich drum. Müsste eigentlich auch, weil der Kollege hat mir den gerade geschickt. Ich kann das gerade mal versuchen, ob ich den da. Da. Der müsste eigentlich. Ist das für alle sichtbar? Ja, wahrscheinlich schon, aber wenn Sie später reingekommen sind, nicht unbedingt anklickbar. Darum, wenn ich den jetzt einfach nochmal poste, dann sollten das alle sehen. Okay, wenn ich jetzt da draufklicke, fliege ich aus dem Raum hier raus und das verschwindet, oder? Darum warte ich nochmal 30 Sekunden, bis alle, die möchten, draufgeklickt haben. Frage an die Moderatorin irgendwie, kannst du irgendwie sehen, ob das funktioniert hat? Im Moment. Okay. Also es sollte gesehen werden, denke okay. Ich. Ansonsten. Hast du den Big Blue Button Raum auf? Ansonsten schreibe ich diesen Link auch einfach nochmal auf und halt ihn dann passend ins Bild und dann sollte ihn jeder und jede sehen können. Was Besseres fällt mir jetzt gerade auch nicht ein und was anderes höre ich gerade auch aus der Regie nicht. Gut, dann wechsle ich jetzt in den anderen Raum. Mhm. Ich glaube und weg war er. Nein, das war nur das Bild. Ach, das war nur das Bild. Weil ich glaube, bevor du hier entschwindest, hat mich nämlich eine Frage erreicht, die ich hier vielleicht an der Stelle noch weitergeben und teilen möchte zur Beantwortung. Ja. Genau. Die Frage, die mich erreicht hat, lautet, müsste es angesichts der günstigeren Massenmedien wie Internet nicht zu einer Umkehrung der Entwicklung kommen? Oder anders gefragt, sind die logistischen Mittel, die eine Umkehrung verhindern? Sind es die logistischen Mittel, die eine Umkehrung verhindern? Ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Das ist ein Streit, der in den 1980er, 1990er Jahren geführt worden ist. Und es ist ja oft die Hoffnung, zum Beispiel anhand des arabischen Frühlings geäußert worden, dass das Internet zu einer Demokratisierung beiträgt. Mhm. Die Entwicklungen in den letzten 10, 15 Jahren haben aber relativ deutlich gemacht, dass erstens es nur zu einer fragmentierten Demokratisierung und Solidarisierung gekommen ist und zweitens vor allen Dingen in den letzten 5 bis 10 Jahren dieser Streit von Benachteiligten untereinander so stark geworden ist, dass eine Auseinandersetzung, die
die Systemfrage stellt, die Systemkritik übt, eigentlich gar nicht stattfindet und dass es zu der gar nicht kommt. Und ich habe mich immer gefragt, zugegebenerweise, wie ich das eigentlich erklären kann und womit das was zu tun haben kann. Und jetzt bei der Vorbereitung von dem Vortrag, wo ja die Systemfrage durch den Titel der Konferenz gestellt worden ist, habe ich sozusagen Anlass gehabt, zumindest mal eine Vermutung zu entwickeln, mit der möglicherweise erklärt werden könnte, wie es zu dieser Fragmentarisierung und dieser geringen Bereitschaft, sich zu solidarisieren oder überhaupt noch auszutauschen, überhaupt kommt. So, und diese Einteilung in die verschiedenen Segmente, diese Selbsteinteilung in diese ganzen relativ abgeschlossenen Kommunikationsräume, schien mir eine Erklärung zu sein, die zumindest mal eine gewisse Plausibilität in der Sache hat. Das ist eine super spannende These und überhaupt ein super spannender Vortrag gewesen mit jede Menge Aha-Momenten, zumindest für mich zu begreifen, dass es keineswegs um Klopapier oder Spaghetti geht, sondern möglicherweise auch um mich, so ganz persönlich. Ich halte hier jetzt gerade mal in die Kamera diesen von mir liebevoll handgepinselten Link. Das ist aber nicht der, den Philipp mir vorhin geschickt hat, oder? Das ist der. Das ist der, den dieses Cloud Privacy Week, das ist ein anderer. Nicht nur dieser Tag, sondern offensichtlich auch dieses System macht mich fertig. Wir wissen jetzt alle, warum. Das ist sehr schön. Ja, das geht aber auch einfacher. Warte mal, das ist ja jetzt kein so großes Problem. Ich habe in Bildschirm da noch habe. Das ist wahrscheinlich tatsächlich, ja. Oh ja, sensationell. Jetzt kann es auch im Gegensatz zu dem, was ich da gerade versucht habe, auch tatsächlich jeder lesen. Das ist sehr, sehr. Das wäre eine interessante Frage, wenn man es zum Link macht, ob es dann noch anklickbar wird. Wahrscheinlich nicht auf dem Screen. Ne? Und in der Zwischenzeit erreicht uns hier tatsächlich auch nochmal eine Frage, die ich gerne loswerden möchte. Denken Sie persönlich, dass sich durch die Corona-Pandemie die Media Literacy der Bevölkerung eher zum Besseren oder eher zum Schlechteren verändert hat? Es ist ein interessantes Phänomen, dass der Umgang mit digitalen Technologien durch die ständigen Brüche, die erzeugt werden, sehr häufig zu einer Reflexion führt und zu einem Nachdenken über die Wirkungen und Effekte, die die Technologie hat. Ich würde vermuten, dass eine zunehmende Nutzung von den Technologien diesen Effekt ein bisschen forciert. Ich würde aber denken, dass es sehr schwer ist, Ideen wie die, die ich jetzt präsentiert habe, aus dem Stegreif zu entwickeln, wenn man nicht irgendwoher zumindest mal so eine erste Vorstellung davon hat, dass man auf diese Art und Weise auch anders über die Dinge nachdenken kann. Und deswegen würde ich vermuten, dass die Corona-Pandemie nicht zur Verbesserung der Medienkompetenz im Blick auf Medienkritik führt. Sie führt vielleicht zu einer Verbesserung der Medienkritik im Blick auf Medienkunde oder Mediennutzung, weil jetzt mehr Leute mehr verschiedene Sachen mit digitalen Technologien machen und dadurch vielleicht auch angeregt werden, darüber nachzudenken. Aber in eine solche Selbstreflexion zu gehen und dabei gesellschaftliche Entwicklungen zu berücksichtigen, verlangt schon ein bisschen Unterricht. Jetzt ist das ja erfreulicherweise so, dass es in Österreich seit einigen Jahren digitale Grundbildung als
verbindliche Übung in den Schulen gibt und in der digitalen Grundbildung als verbindliche Übung kommt Medienkritik durchaus vor. Ich würde aber vermuten, dass sehr viele Lehrerinnen und Lehrer nicht so ohne weiteres in so eine kritische Distanz zu den medialen Infrastrukturen, mit denen die Menschen konfrontiert werden, gehen können, weil die das ja selber nicht gelernt haben. Die haben das ja nicht studieren können und sich damit auch irgendwie die wenig Anlass gehabt, sich damit theoretisch auseinanderzusetzen. Das ist ja schon ein bisschen mühsamer Effekt. Ich meine, ich mache das hauptberuflich, mache den ganzen Tag nichts anderes, als über diese Sachen so nachzudenken und mir alle möglichen Ideen, Vorschläge und Analysen anzuschauen. Dann ist das natürlich relativ einfach, sich so was ein bisschen Provokanteres und vielleicht Anregenderes rauszudenken. Wenn man eigentlich hauptberuflich andere Sachen macht, ist das natürlich wahnsinnig schwierig. Insofern wollte ich damit auch dazu anregen, vielleicht das ein oder andere Material zu produzieren, was Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützt, so die reflexive Medienkritik zu vermitteln. Mhm. Okay. Dann gehe ich jetzt mal in den anderen Raum und gucke, ob da... Ja, man sieht kein Bild mehr von mir. Das ist ein Problem bei der Technik hier, weil ich die Kamera geht nach der Präsentation nicht wieder an. Das ist ein Bug in dem Jitsi. Ich müsste den Raum jetzt beenden und neu starten, um die Kamera wieder anzuschalten. Dafür kann ich aber auch einfach direkt, sollen wir einfach in den Workshop-Raum gehen einfach, und weitere Fragen? Einfach umziehen, genau. Es haben mich jetzt auch keine weiteren Fragen mehr erreicht aktuell, aber den Hinweis, dass man da wohl auch vom Stream aus dann hinkommt, also das Pausengespräch auch von der Streaming-Webseite aus verlinkt ist. Also, dann darf wir sehen uns in dem anderen Raum. Genau, dann darf ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken.